Amadeus, Pontius und Soria konnten ihr Heldendasein also nicht an den Nagel hängen. Statt ihre außergewöhnlichen Kräfte loszuwerden, hatten sie das Artefakt der Seele zerstört. Und so versuchten unsere drei Helden den Schaden, den sie angerichtet hatten, oder den, der vielleicht noch angerichtet wird, wieder gut zu machen. Die Helden betraten die Astralakademie, um herauszufinden, wo die Wolke der Finsternis hinschwebte. Wir hatten nur eines von drei Artefakten, oder? Es gibt noch das Artefakt des Körpers und das Artefakt des Geistes. So ist es. Und sie sind beide in der Akademie verwahrt. Und weit weniger lebendig als unser Artefakt der Seele. Was sind diese drei Artefakte, Amadeus? Da weiß ich nicht mehr als andere Zauberer. Es sind drei magische Behälter, die vor vielen Jahren in Zwergenruinen gefunden wurden. Nur wenige konnten sich bisher ihre Macht zunutze machen. Wer hat die Artefakte hergestellt? Das weiß keiner so richtig. Zuerst dachte man die Zwerge, aber das ist unwahrscheinlich. Sie ähneln nichts, was die Zwerge sonst herstellen. Wir sollten dahin gehen, wo die beiden anderen Artefakte aufbewahrt werden. Dort könnte auch die schwarze Wolke sein. Die Magie hat die Akademie befallen. Ich habe keine Angst vor diesem durchgeknallten Schlunder. Hoffentlich stirbt das Zeug so schnell, wie es zum Leben erweckt wurde. Thank you.
Der Wahn des alten Königs. Als der alte König auf seinem Sterbebett lag, wurde er von Tag zu Tag gereizter und benahm sich seltsam. Er wollte Sarek genannt werden, statt bei seinem echten Namen. Und er wollte, dass ihm die Zauberer der Astralakademie alle Artefakte der Macht bringen, damit er sich heilen konnte. Doch die Zauberer verweigerten ihm diesen Wunsch, und schließlich schwanden die Lebensgeister des alten Königs und er starb. Doch sein Geist blieb bestehen, womöglich allein durch seinen starken Willen. Und er stahl die Artefakte für sich, nur das Artefakt der Seele nicht. Das Artefakt der Seele wurde von dem Zauberer Amadeus, dem Ritter Pontius und der Diebin Soja aus seiner Kammer geholt. Hier gibt es jede Menge Bücher über die Artefakte. Und über uns. Schließlich waren wir in den letzten Jahren mit einem verbunden. Hoffentlich steht da drin auch was über meinen roten Mantel. Was? Jemand hat über mich geschrieben? Wer hat das erlaubt?
Über die Artefakte der Macht. Die Artefakte der Macht verwirren und verängstigen auch weiterhin die Zauberer der Astralakademie. Die Artefakte wurden vor 100 Jahren aus alten Zwergenruinen geborgen. Doch nur wenige Gelehrte erwähnen, dass sich die drei Objekte in einer Art Gefängniskammer befanden, statt in einer arkanen Schatzkammer. Wir wissen nicht genau, was diese Artefakte machen oder weshalb sie existieren, aber sie geben uns das Gefühl, dass sie alle einen eigenen Geist besitzen. Besonders das Artefakt der Seele. Über die
Nun, ist es klug, dem besitzergreifenden schwarzen Rauch durch die ganze Akademie zu folgen? Du bist der Zauberer, du musst sowas doch wissen. Ein besessenes Seil. Lasst es uns zerreißen. Welches ist das hier? Das Artefakt des Körpers. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Das dritte Artefakt der Macht war in der letzten Kammer. Dunkle Energien bewegten sich darin und dann explodierte es. Ich bin frei! Endlich treffe ich euch persönlich. Ich bin Sarek der Todlose. Danke, dass ihr mich aus diesem lächerlichen Gefängnis befreit habt. 1000 Jahre war ich gefangen. Moment. Du warst all die Jahre im Artefakt der Seele und hast uns geholfen? Nur ein Teil von mir. Du verwechselst mich mit meiner Wächterin, deren gequälter Schrei ertönte, als ihr Machtgefäß zerstört wurde. Aber ihr drei habt das wirklich gut gemacht und sie ein für alle Mal entsorgt. Nein, das habt ihr nicht. Ah, haha, ihr habt mit Kräften gespielt, die euren Verstand übersteigen. Ihr wolltet sie loswerden, frei sein. Und dieser Wunsch ging in Erfüllung. Nichts zerstört eine Seele mehr als der gute alte Verrat. Leider muss ich jetzt los und einen schönen Körper für mich suchen. Hab noch einen schönen Tag. Bis bald. Sucht in der Bibliothek nach den Chroniken des Wächters. Unser kleines Stück vom Artefakt hat gesprochen. Es lebt. Und es will, dass wir in die Bibliothek gehen? Gibt es sonst noch etwas, Fräulein Artefakt? Doch die Stimme aus dem Splitter blieb stumm. Yeah.
Außen glänzt irgendwas. Die anderen Splitter des Trine. Und sie sind über das ganze Land verstreut. Der nächste scheint im Rotholzwald zu sein. Sollten wir ihn nicht holen? Wir sollten auf die Stimme hören und in die Bibliothek gehen. Verfluchte Bücher, immer auf der falschen Seite. Über das Artefakt der Seele. Alte Zwergenrunen beschreiben die Artefakte als Zerek für den Geist, Rehuna für den Körper und Ketrain für die Seele, obgleich diese Worte in keiner der Zwergensprachen bekannt sind. Wir müssen also davon ausgehen, dass sie älter sind und in die Zeit der Entstehung der drei Artefakte der Macht zurückreichen. Das Artefakt der Seele reagiert auf den Namen Ketrain oder nur Trine. Es schimmert und schwebt, als hätte es tatsächlich eine Seele. Thank you.
Das Buch leuchtet normalerweise nicht. Irgendwas ist da faul. Also, wir nehmen diesen alten Schinken und braten Zarek damit eins über? Es heißt, die Feder sei mächtiger als das Schwert. Aha. Mal sehen, ob wir darin etwas finden.